bis wir herausfinden, wohin sie gebracht wurden. Na bitte, die Untoten und die Sterbenden. Ich glaube, die roten Magier locken absichtlich Priester von Emvor zum Almosenfeld, um sie für Rituale zu fangen. Wegen unserer besonderen Verbindung zu den Toten verstärkt die Opferung eines Einzelnen von uns bereits ihr Ritual um ein Vielfaches. Das Tagebuch, das ihr gefunden habt, gehört Seelenlenkerin Orm. Wenn sie richtig liegt, werden meine verbliebenen Kameraden zum Soldatendenkmal gebracht. Ihnen und der Sicherheit Neverwinters zuliebe müssen wir sie retten. Okay. So, auf Wiedersehen. So, hier unten glitzert was. Friedhofsgeschichte lesen. So, Seelenlenker Orran. Wir müssen ewig über die Gräber der Dahingeschiedenen wachen. Aha, Ruhe in Frieden. Valindras Verbündete, die roten Magier aus Tai, erwecken unzählige Tote. Ein Gräuel in Kelemvors Augen. Der heilige Boden dieses Friedhofs wurde durch die schmutzigen Rituale der roten Magier verdorben. Die Neuweihe dieser Erde wird sie nicht aufhalten, sie wohl aber verlangsamen. Nehmt diese Banner und stellt sie im Norden, Süden und Westen des Almosenfeldes auf. Die Macht Kelemvors wird das Gebiet säubern. Es wird auch die Toten, die der Verderbnis zum Opfer gefallen sind, wieder auferstehen lassen. Schickt diese armen Seelen in ihre letzte Ruhe. Na super. So, Dezimierung der Horde. Die Kleriker von Kelemvor sind auf die Fürsorge der Toten und Trauernden eingeschworen. Begegnen uns Untote, versuchen wir sie durch sanften Druck mit der Macht von Kelemvor wieder in ihren ewigen Schlaf zu betten. Derzeit gehen aber so viele Tote um, dass wir darauf keine Rücksicht mehr nehmen können, wenn wir hier bestehen wollen. So muss ich euch schweren Herzens bitten, alle Untoten, die ihr auf dem Almosenfeld finden könnt, zu vernichten. Na, das wird doch kein Problem sein. Das machen wir doch gerne. Kelemvor, steh uns in dieser schweren Stunde bang. Aber wir haben ja noch eine Quest zum Abgeben. Habe ich euch gesagt, dass ich ein Genie bin? Ja, das hast du uns schon mal erzählt. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Mit diesen Änderungen, ich meine Berichtigung, steht Fräulein Moninis Einstieg in die gehobene Gesellschaft ja nichts mehr im Wege. Ich werde ihr sofort berichten, dass die unangebrachten Gerüchte um ihre Geburt ein für alle Mal ein Ende haben werden. Aha. Wen haben wir hier? Hafner Windle. Achso, wir haben ein Level abgekriegt. Kopfgeld auf alle Nekromanten! Kältewolke, es ist ein Flächenzauber. Linke Maustaste würde ich mal glatt behaupten. Linke oder rechte? Oder beide? Wäre jetzt Kältewolke. Friert das auch die Ziele fest? Die ersten zwei Schläge einer neuen Kältewirkung bereits auf das. Warte mal. So, das Ziel wird in einer Wolke aus Eiskristallen angegriffen. Beim dritten Treffer erleidet der Feind in der Nähe des Ziels Schaden, wodurch kurzzeitig Angriffsschaden reduziert wird, die Kälte auf ihm wirkt. Die ersten zwei Schläge erneuern die Dauer von Kältewirkungen, die bereits auf das Ziel wirken. Ist das ein Flächeneinfrierer? Denn dann wäre es nämlich besser als unser Froststrahl. Auch einfach mal ausprobieren. Die Entweihung der Toten ist eine Beleidigung, Kellenbors. So, neue Talente. Was haben wir denn da? Bonusschaden durch Intelligenz. Attributswerte für euch und eure Verbündeten. Kopfgeld auf alle Nekromanten. Schaden durch Bereichseffekte. Nee, ich würde sagen, Bonusschaden durch Intelligenz. Das hört sich nicht schlecht an. Kelemvor, steht uns in dieser schweren Stunde wach.
So, der Graben. Von dem Friedhof. In der Stadt, auf dem Land, in dieser Welt, die irgendwo ist. So, dann machen wir mal heilig. Haha. Brems. Oh, hier sind ja noch welche. So, das hätten wir. Nördliches Feldwein. Ups. Na gut, war absichtlich. Gebe ich ja zu. Doch, das ist Flächenzauber. Oh, ein großer. So, das hätten wir auch geweiht. Halt, verkehrt Richtung, da drüben müssen wir. Ach, na super. Hey, schlag nicht meinen Hund. Das mach ich. Wenn dann nur. Phylakterium ist nicht. Ne, wir haben davon ja schon welches. Ründiger. So, das haben wir schon, das Phylakterion des Lichts. Gucken wir mal gleich mal, was das uns für eine Quest gibt. Quest annehmen. Einfältiger Abenteurer.
Ihr habt nicht irgendwelchen Unrat gefunden, sondern das Phylakterion des allmächtigen Lichen Sarifrax. Und nun bereitet euch auf einen Kampf der Willen vor, dessen Preis eure... Ach, wisst ihr, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache. Um ganz ehrlich zu sein, die andauernde Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse langweilt mich. Ich habe die von euch zerstörten Untoten kontrolliert, um einen netten, ruhigen Ort zu finden, an dem mein Phylakterion einige hundert Jahre ungestört ruhen könnte. Ihr scheint einiges an Fähigkeiten zu haben, und ich könnte euch eine Belohnung anbieten, wenn ihr einen Ruheplatz für mich findet. Ein lamentierender Lich ist das. Okay, finden wir einen Ruheplatz für den Lich. Für den Lich. Nein, das geht gar nicht. Die Seelenlenker waren hier. Ich spüre ihre ach so tolle Heiligkeit noch in jedem Stein. Wie konnte es überhaupt passieren, dass der Untote hassende Celemvor Gott des Todes geworden ist? Persönlich gebe ich ja Sirik die Schuld. Jergal dagegen, das wäre ein Gott des Todes. Baal und Myrkel wären auch keine schlechte Wahl gewesen. Aber ich rede Unsinn. Lasst uns einen anderen Ort probieren. Meine Fresse, der kann sich aber auch nur beschweren. So, warte, wir haben wieder was hier. Stoffprobe, 50 Erfahrung. Tja, müssen wir ein bisschen Wolle herstellen. Ach ne, wir haben noch gar nicht genug Untote getötet. Jetzt. Aber Moment. Bevor wir da reingehen, gucken wir erstmal noch uns für einen Platz für den Lich um. Ach Mann. Müssen diese Spinner überall sein. Genau, Waldi. Nein, 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 dieser Ort ist sogar noch schlimmer. Die Tajaner würden mein Phylakterion hier auf jeden Fall finden. Dann müsste ich entweder einen jungen, machthungrigen Nekromanten erziehen. Oder ein Vasall von Sestem werden. Oder noch schlimmer, mit Melindra Shadowmantle diskutieren. Versteht mich nicht falsch. Ich respektiere Melindras Hingabe zum Bösen, aber diese Frau ist einfach verrückt. Also dieser Ort geht auch nicht. Versuchen wir es woanders. Man hat ja Ansprüche. Das für einen Toten. Ich könnte ihn auch einfach in den nächsten Straßengraben werfen, beziehungsweise Weggraben in dem Fall. Mann, da oben ist jetzt noch ein Platz. Mal gucken. So, ein Diebstahlpaket. Ein Langschwert. Na, komm hier einfach hoch? Ja, kommen wir.
Was haben Sie mit diesem Ort angestellt? Hier wäre es perfekt gewesen. Überragende Sicht, tolle Steinarbeiten. Aber nein! Schaut es euch an! Ruiniert! Ich wette, das ist das Werk eines gierigen Abenteurers auf der Suche nach ein paar lumpigen Goldmünzen oder einem verrosteten magischen Schwert. Es gibt in dieser Welt einfach keinen Respekt mehr. Was zu viel ist, ist zu viel. Seit einem Jahrzehnt suche ich nun schon nach einem perfekten Ort. Aber scheinbar ist auf ganz Faerûn kein ruhiges Fleckchen mehr zu finden. Mir reicht's. Bringt mich zu einem Seelenlenker. Sie sollen mich vernichten. Ich möchte auf diesem Planeten nicht mehr nicht leben. Aha. Ist er doch einsichtig. So, okay, haben wir irgendwas Interessantes gefunden? Ich bezweifle das. So, können wir jetzt diese Blackdagger-Insignien auch wegschmeißen? Ach. Entsorgen. Weil jetzt haben wir diese nekromantischen Siegel von den Untoten. So, dann gehen wir mal hier drüben hin.